Hi. Und damit herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Episode von Vlog 2, Teil 2. Weil das ist der zweite Teil. Boom. Guten Morgen auch an dich, Fluffy. Wie geht's dir denn heute so? Ja, es ist eigentlich schon Mittag. Ich habe heute allerdings noch nichts gegessen. Das heißt, Freunde, ich mache mir jetzt erstmal Breakfast. Jule, was gibt's zum Frühstück? Pizza Time. Sarah ist auch hier, denn wir waren gestern im Bootshaus feiern alle zusammen. Sandra war auch mit dabei und hat wieder irgendwelche anderen Taxifahrer angelabert. Ja! Genau. Hey Jungs, dann habt noch eine gute Viel Spaß! Tschüss! Tschüss! Hier seht ihr bereits im Titel eingeblendet, Freunde. Ich erstelle mir heute eine eigene Fanpage für meinen... Das klingt eigentlich hart arrogant, oder? In der Tat. Ich erstelle heute eine Instagram-Fanpage für mein eigenes Profil und werde dann mit anderen Fanpages für mich schreiben. Selbst verstanden, Sarah? Ja. Toll. Jetzt haben es auch die Dümmsten hier verstanden. Mein Hund ist jetzt in der Hundepension. Nee, Sarah, die will rausgeholt. Sarah, Ehre. Also, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zu dem, was im Titel steht. Und zwar werde ich mir jetzt, das ist mein normales Instagram-Profil, instagram.com/laserluca. Jedoch werde ich mir nun einen neuen Account kreieren, wie ich vorhin schon gesagt habe, und den quasi so als Fan. Wie nenne ich den Account überhaupt? Okay. Ich habe jetzt hier eben schnell den Account Luca Stylermeiler kreiert. Ich habe da drunter geschrieben, einfach mal in meine Beschreibung, @laserluca-fanpage für den besten Herz, nullmal Like und nullmal Kommi. Doch nun, meine Damen und Herren, werden wir Edits machen. Als erstes laden wir hier dieses Believe in Love Foto hoch. Übrigens, Dankeschön an Jule fürs Bearbeiten. Da kann man eigentlich ruhig mal eine Kleinigkeit hier für dich applaudieren. Ne? In die Caption schreibe ich jetzt einfach mal OMG. Luca, du bist so schön. Ich liebe dein Lächeln. Nur durch dich bin ich stark. Und die Luke-Crew steht immer hinter dir. Egal, was du tust. Und wo du auch gerade so bist. Herz, 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 Herz. Mein erster Post ist online. Glückwunsch. Als zweites Bild nehme ich jetzt einfach dieses Edit, wo drauf steht You make me happy, und schreibe einfach nur in die Caption @laserluca markieren. Oh, mein zweiter Post ist online. Es geht so schnell. Das ist das dritte Bild, was ich gerade hochgeladen habe, einfach mit der Caption I love pizza und was ist euer Lieblingsessen so. So sieht mein Profil mittlerweile aus. Also ich habe jetzt schon 5 Bilder hochgeladen. Ich habe noch keinen Like von LaserLuca bekommen. Das werden wir jetzt allerdings ändern. Ich gehe jetzt nämlich einfach mal mit meinem Main-Profil, also mit @LaserLuca, auf das Profil und like einfach mal alle Bilder durch. Das heißt, ich ändere jetzt auch die Beschreibung von dem Luca Stylermeiler-Profil und schreibe 5-mal liken, OMG. Und jetzt warten wir mal, bis sich hier was tut. Also ich habe immer noch 0 Abonnenten, vielleicht auch... Ich habe 2 Likes bei einem Foto. HVN hat auch noch mein Foto geliked. Das heißt, dem werde ich jetzt erstmal anschreiben und sagen, danke für dein Like. Ich sehe gerade... Der hat jedes Foto von mir geliked. Allerdings will ich ja nicht nur mein Profil Luca Stylermeiler irgendwie hochbringen, dadurch, dass ich meine Bilder selbst like mit meinem Hauptaccount, sondern ich will ja mit Fanpages schreiben und mich quasi als auch eine Fanpage ausgeben, aber ich bin eigentlich Luca. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf den Account von mir, also von LaserLuca, und like jetzt einfach mal alle Bilder, auf die ich irgendwie markiert wurde, durch. So, ich habe jetzt... irgendwie 130 Bilder geliked. Und ich habe noch immer 0 Abonnenten, Jule, was soll ich? Wo ist Jule hin? Ich habe immer noch 0 Abonnenten. Immer noch 0. Fluffy, ich habe immer noch 0 Abonnenten auf meinem Account. Weißt du, was ich... Soll ich das mal machen? Ein paar Sekunden später. Ich bezweifle es, Fluffy. In der Zwischenzeit habe ich mich übrigens riesig über meine ersten Abonnenten gefreut. Und dann bin ich draufgegangen und habe gesehen, das war Jule. Ich dachte, das wäre ein echter Fan gewesen. Jedoch werde ich jetzt eine andere Taktik verfolgen, und zwar werde ich jetzt einfach Fanpages anschreiben. Ich schreibe jetzt hier gerade so einen Text vor, den ich unter ein paar Bilder schreiben werde, und zwar: Hallo, sorry für den Copy-and-Paste-Text, aber ich bin eine neue Fanpage. Luca, die merken das sofort, dass du... Nein! Ich schicke den Text jetzt 4000 Fanpages. Guck mal, Freunde, diese Seite Yuka Fields, die hat auch ihr erstes Bild vor 4 Stunden hochgeladen, hat schon 19 Abonnenten. Und ich habe immer noch... nur Jule. Du musst auch ganz vielen Fanpages folgen, Luca. Ja, bist du dumm? Mir wurde gerade gesagt, dass ich mir selbst vielleicht auch mal folgen sollte. Danke für den Tipp.
Ich habe ein Like von einer Fanpage. Grishkat Family mit 1000 Abonnenten. Ich werde Fame. Hey Grishkat Family, danke für dein Like auf meinem Foto. Hat mir echt mega viel bedeutet. Schreib's wie ein 50-Jähriger, der sich jetzt gerade für sein Golfclub-Abzeichen bedankt. Sein Golfclub-Abzeichen? Luke Crew Fangirl und Dreamhawks haben geliked. Der Grishkat Family folge ich jetzt auch, Jule folge ich auch zurück, Kevin folge ich auch und jetzt gehe ich nochmal hier auf das Foto, denn hier habe ich 3 Likes und da schreibe ich auch mal der Luke Crew Fanpage. OMQ, thanks für den Like und dann auch wieder hier so ein Herz und eine Pizza. Guck mal, das Pferd beißt dem anderen Pferd in den Po. Antwortet. Luca Fan, du bist Ehre, Freunde, folgt alle Lu-Crew der Fan FP. Was soll ich da antworten? Ich bin jetzt hier gerade insgesamt 25 Fanpages gefolgt, also einfach mal so ein paar Leuten. Und ich glaube, mir wurde auch noch mal geschrieben, und zwar hat die Lu-Crew-Fanpage mir noch geschrieben, du hast echt coole Bilder. Ich glaube, sie meint meine coolen Bilder. Aber die hier ist echt cool, die LukeCrew-FP, weil guck mal, die hat jetzt hier geschrieben, naja, aber trotzdem cool und die hat zu den Zeiten geschrieben 15.25 Uhr und 15.27 Uhr. Obwohl ich nicht geantwortet habe, ist sie trotzdem nochmal in den Chat gegangen und hat mir nochmal geschrieben. Wow. Das ist echt nett. Das scheint jemand gern zu haben. Ja. Jule übernimmt gerade das Fanpages anschreiben, Konversationen führen, Bilder liken, Edits machen etc. Du bist eine Partnerseite geworden, ne? Ja. Also Jule hat jetzt irgendwie echt eine Anfrage für. Was ist deine Partnerseite? Wo ich gefragt habe, hat jemand das auf Partnerseite? Ach, du hast das in deine Story? Wir haben sogar eine Story jetzt. Die beiden sind so süß. Das kann ich mir echt nicht antun. Wir sind jetzt gerade noch circa eine Stunde lang verschiedensten Fanpages gefolgt. Wir haben neue Bilder hochgeladen. Wir haben Leuten geschrieben. Wir haben Kommentare kommentiert. Und nun werden wir zu meiner Familie fahren nach Bielefeld. Und auf der Fahrt werden wir auch noch mal ganz vielen weiteren Accounts folgen. Auch denen noch mal schreiben, Bilder von denen liken. Und dann werde ich heute Abend auf diesem Fake-Fan-Page-Account werde ich einen Livestream machen, wo ich das Ganze dann auflöse für die Leute, die diesem Fake-Account gefolgt sind. Also quasi ein Private-Livestream an alle Fanpages, die so kulant und nice waren und nett zu mir waren. Allerdings fahren wir jetzt erstmal zu meinen Eltern nach Bielefeld. Wir sind zu Hause angekommen, Freunde. Der Grund, warum wir hier sind, ist, weil eine Freundin von Sarah, Sandra, vielleicht kennt ihr sie. Wow. Sandra hat ein Schauspiel hier. Und das soll unfassbar scheiße sein. Das ist unfassbar lernen, wir sind schon eine Stunde zu spät. Tatsachen lassen sich nicht widerlegen. Wir waren da drin so für eine Stunde. Und das war die langweiligste Stunde meines Lebens. Aber Jule und ich fahren jetzt nach Hause. Sarah bleibt irgendwie noch da. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall schauen wir jetzt mal, wie es mit der Fanpage so aussieht. Back home. War das nicht ein cooler Shot? Nein. Hey Leute. Hallo. Auf der kompletten Autofahrt haben wir Bilder geliked. Wir sind anderen Fanpages gefolgt. Und meine Damen und Herren, wir haben nun 43 Abonnenten, Freunde. Das ist, da kann man schon mal klatschen. Da kann man echt mal klatschen. Dankeschön. Wir haben euch jetzt einfach mal so eine Bildschirmübertragung da eingeblendet. Also das hier sind unsere Beiträge. Wir haben hier schon 28 Likes. Hier haben wir sogar 34 Likes. Hier haben wir 27 Likes. 23 haben wir 22 und hier 27. Also unser meistgelikedes Bild ist dieses hier. Da habe ich mir aber auch besonders viel Mühe gegeben. Unser meist kommentiertes Bild ist das hier von Fluffy. Da haben wir tatsächlich eine Menge Kommentare drunter. Und die ersten Leute sind sogar schon ein wenig, sage ich mal, neidisch auf uns. Und zwar, wie auch immer du das geschafft hast, diese ganzen Likes zu bekommen. Glückwunsch. Man merkt aber, da ist ein bisschen Neid mit drin. Aber Freunde, das Überraschendste ist, und damit hätten wir wirklich nie gerechnet, wenn wir mal hier auf die Startseite gehen, wir haben unfassbar viele Leute, die uns angeschrieben haben. Wir haben hier, suchst du noch jemanden wegen Partner? 88 Leute haben das gesehen. Hier hat noch Laser Luca Alpaka uns eine Menge Sachen geschrieben. Dann hier Jule Maries Crew hat uns geschrieben. Die fragen echt alle, ob die mit uns eine Partnerseite sein können. Als ob Luca schon 5-mal geliked hat und Jule dir folgt. Das ist, Magic. Wie hast du es bitte hinbekommen, dass Luca, Sarah und Jule alle deine Bilder liken, ohne dass du sie markiert hast? Ein bisschen besser vorgehen soll. Wir haben also jetzt dieses Profil hier erstellt, Lukas Stylermeiler, wo wir 6 Bilder hochgeladen haben, heute bei dem Tag verteilt. Und wir haben jetzt schon 43 Abonnenten. Wir schreiben selber mit anderen Fanpages für mich. Und jetzt werde ich das Ganze auflösen, indem ich einen Livestream mache. Wir sind live.
Hallo? Es geht. Na? Ich bin voll aufgeregt. Hallo Freunde! Wie ihr schon gesehen habt, wir sind Luca und Jule. Hi. Hallo. Wir haben diese Fanpage für mein Video morgen erstellt und zwar wollte ich... Gar kein Problem, Jule. Ich wollte undercover mit euch mal schreiben. Und so tun, als wäre ich eine Fanpage. Hier schreibt eine OMG-Herzinfarkt. Jemand einen Krankenwagen zu dir rufen. Der Erste, der eine Anfrage schickt, kann jetzt mit uns einen Livestream hier machen. Hallo! Hallo! Hi! Na, wie geht's? Mir geht's richtig gut! Ja, nice! Ich freu mich gerade, ehrlich? Oha, krass. Ich habe sowas noch nie gemacht, dass ich so Leute in so einen Stream eingeladen habe. Ja, also ich hatte das bei anderen YouTubern gesehen in Amerika, bei Lauren Gray oder so heißt die. Und Kelly hatte das in Deutschland, glaube ich, auch gemacht. Und da dachte ich mir, ich teste das auch mal. Und es hat echt krass funktioniert. Also, wir haben 40 Abonnenten heute gekriegt. Wir haben gerade einfach noch so 20 Minuten mit verschiedensten Leuten gelivestreamt, die wir da eingeladen haben. Und ja, das war jetzt quasi so das Selbstexperiment, so eine eigene Fanpage für sich selbst mal zu machen. Und schreiben gerade alle Leute so, wow, was hätte ich nie gesagt. Ich hatte einfach mega Bock, das Ganze mal auszutesten. Ich hoffe, das kam jetzt nicht arrogant rüber oder narzisstisch oder keine Ahnung was. Das wollte ich damit auf jeden Fall nicht bewirken, sondern wir wollten es wirklich einfach nochmal testen und schauen, ob... wir Follower kriegen und wir haben jetzt gerade 46 Abonnenten. Wir wollten übrigens noch ganz kurz sagen, dass wir uns sehr, sehr gefreut haben über das Feedback unter dem letzten Vlog, also unter dem ersten Vlog, dieser Vlog-2-Reihe. Und ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass das Konzept bei euch so cool ankam. Das hier war jetzt quasi der zweite Vlog dieser neuen Vlog-Staffel und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mehr verstanden, was so der Sinn dahinter ist. Also ich möchte halt einen Vlog machen und euch so zeigen, hey, okay, jetzt esse ich gerade was und bla bla, aber dass das eigentlich nur so ein kleiner Teil ist, der zu Beginn und zum Ende kommt und mittendrin ist quasi so das Thema des Vlogs. Das war jetzt in diesem Fall halt, dass wir uns so eine Fanpage erstellt haben für mich selbst und übermorgen sehen wir uns dann wieder in einem Vlog, wo wir in den Baumarkt fahren werden und coole Dinge bauen werden. Also übermorgen kommt ein neuer Vlog, Freunde. Seid gespannt. Wir bauen echt das. Ich weiß noch nicht, ob es klappen wird, aber wir versuchen, was nachzubauen. Bis dahin würde ich sagen, dass ihr alle cool bleibt. Bleibt gesund, macht eure Hausaufgaben, passt gut auf in der Schule, nehmt keine Drogen. Lasst vor allem auch ein Like da bei diesem Video. Jetzt kannst du Tschüss sagen. Tschüss.